Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich über meinen Lesemonat Mai sprechen. Da gab es ja viele tolle Bücher, Pläne, die fast eingehalten wurden, Vorgaben oder Vornamen, die fast alle erfüllt wurden. Und ja, kaum eine Enttäuschung. Bis auf eine vielleicht, mal schauen, obwohl so viel habe ich auch nicht erwartet. Wir werden sehen. Jetzt kommt erstmal der Vorspann und dann geht es los. So, zuerst kommt die kleine Beichte. Ich habe ja immer mir Vorgaben gemacht für die Monate. Ich spiele Bocopoly und ich habe eine 12-24 Liste. Bocopoly hat super geklappt, dazu dann im Verlaufe des Videos mehr. Meine 12-24 Liste habe ich das erste Mal in diesem Monat nicht geschafft. Ich habe mir vorgenommen, dieses Buch hier zu lesen im Mai. Ich habe es angefangen, aber ich habe es nicht mehr geschafft zu beenden. Ich werde es noch beenden, aber der Mai ist vorbei und im Mai habe ich es leider nicht geschafft. Das erste Buch jetzt aus meiner 12-24 Liste, was ich nicht in diesem Monat geschafft habe, indem ich es mir vorgenommen habe. Aber naja, dafür habe ich viele tolle andere Bücher gelesen und Bocopoly hat mich ja auch vor Herausforderungen gestellt, falls du mein Bocopoly-Video im Mai gesehen hast. Gut. Das war die Enttäuschung. Jetzt geht es richtig los mit den gelesenen Büchern. Genau, 5 Bocopoly-Bücher hatte ich mir erwürfelt und ich habe alle 5 gelesen. Sie kommen jetzt im Laufe dieses Lesemonats, werde ich sie vorstellen. Diesmal allerdings werde ich nach der Reihenfolge der Bücher vorgehen, in der ich die Bücher gelesen habe in dem Monat. Das erste Buch, das ich im Mai gelesen habe, ist ein Buch von meiner Bocopoly-Liste. Ich habe es ausgewürfelt unter dem Feld Sexy Time und da habe ich mir ausgesucht Pugmates von Alessia Gold. Das ist vor kurzem erst erschienen und als Print ist es erst Ende April rausgekommen. Dann habe ich es mir sofort gegriffen. Es ist eine Male Romance, eine Spicy Romance. Habe ich bisher noch gar nicht gelesen in dem Genre. Das war so mein erstes quasi. Es geht hier also um 2 Herren, um 2 Eishockeyspieler. Insbesondere geht es um Gabe. Gabe ist ein Eishockeyspieler in der 2. kanadischen Eishockeyliga. Er träumt eigentlich vom Aufstieg in die NHL oder vom Einsatz, vom Spiel in der NHL, hat es aber bisher noch nicht dahin geschafft und ist da auch etwas frustriert und hat auch mittlerweile schon seine Meinung von den Spielern, die dort so spielen. Dann wird er von seinem Manager auf eine Wohltätigkeitsveranstaltung geschickt. Da ist er wenig begeistert von und auch die Veranstaltung findet er wenig interessant und betrinkt sich dort ordentlich. Was ihm sein Manager nicht verraten hat, ist, dass bei dieser Veranstaltung auch noch ein Benefizspiel stattfinden soll. Unter anderem mit mehreren NHL-Spielern, so auch Connor. Connor ist der große Star eines kanadischen NHL-Teams. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchem genau. Spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle. jedenfalls hilft Connor Gabe bei diesem Charity-Spiel, weil er erkennt, dass er ja ganz schön Hacke ist. Und ja, die lernen sich da kennen und kabbeln sich erst ein bisschen, dann entwickeln sie aber eine absolut tolle Spieldynamik miteinander. Und ja, nach dieser Veranstaltung bekommt Gabe ein Jobangebot, was er nicht ablehnen kann. Das führt dazu, dass er ja unter neuen Druck gerät und auch immer wieder, immer häufiger mit Connor aufeinander trifft. Die beiden, ja, die eine ganz besondere Dynamik entfalten, neben dem Feld und auf dem Feld. So viel mal dazu. Wie alle von Alessias Büchern war das wieder super schnell zu lesen. Ich fand die Geschichte
sehr, sehr schön beschrieben. Ich fand vor allem mir haben vor allem die Szenen auf dem Eis gefallen, die Spielszenen auf dem Eis. Hätte ich auch gar nicht erwartet, dass ich gerade das so toll fand. Gerade so, wo so diese Magie zwischen diesen beiden Spielern so beschrieben wird, das fand ich super. Was so diese Beziehungsanbahnung angeht, ja, da stecke ich halt nicht drin, ne? Also ich konnte es mir wirklich schwer vorstellen, weil wir einen der beiden Boys, einer der beiden Boys ist schon bewusst homosexuell und der andere ist eigentlich eher als straight bekannt und hatte noch nie was mit einem Mann. Und dass das aber dann irgendwie funkt zwischen den beiden, das ist so, ja. Das fand ich schön zu lesen und es hat mir auch gefallen, aber ich konnte es mir trotzdem schwer vorstellen, irgendwie, dass man jetzt plötzlich, wenn man vorher nie sich hingezogen gefühlt hat zum gleichen Geschlecht, dass dann plötzlich auf einmal so Klack macht und da ist da jetzt was. Es mag sein, also wie gesagt, ich spreche nicht aus Erfahrung. Kann gut sein, dass das so sein kann. Ja, die Vorstellung fiel mir jedenfalls etwas schwer beim Lesen, sagen wir mal so. Aber es hat mich nicht gestört. Ich fand es toll zwischen den beiden. Es war auch eben, ich hatte so ein bisschen Angst, dass es ein bisschen cringe wird an der einen oder anderen Stelle, war es aber überhaupt nicht. Ja, mir hat es super gut gefallen. Wie gesagt, vor allem die Spielszenen, die Eishockey-Szenen fand ich super. Und ich freue mich auf jeden Fall auf eine weitere Eishockey-Geschichte. Das wäre super toll. Ich weiß, dass Alessia jetzt auch noch über zwei andere Figuren schreibt, die hier in dem Buch schon vorkamen, aber davon ist, glaube ich, keiner ein Eishockeyspieler. Naja, wir werden sehen, was da noch auf uns zukommt. Das war auf jeden Fall schon mal ein guter Monatseinstieg und ein guter Einstieg auch für meine Bukopoli-Abarbeitungsliste. Die nächsten beiden Bücher werde ich mal im Bundle zeigen. Die habe ich tatsächlich wirklich direkt hintereinander gelesen. Zwei Bücher einer Reihe, das eigentlich eine Trilogie ist. Den dritten Band habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber der folgt in Kürze auch noch auf jeden Fall. Und das Buch hat mich auch sehr überrascht. Aufhänger dafür, dass ich dieses Buch jetzt so schnell gelesen habe, war die Tatsache, dass Amazon Prime dazu eine Serie veröffentlicht hat Anfang Mai. Viele werden jetzt schon wissen, um was es geht. Die Serie Maxton Hall, die auf den Roman von Mona Kasten beruhen. Und ja, ich hatte da richtig Bock darauf, diese Serie zu gucken. Und ich wusste ja, dass ich mir vor kurzem die Bücher gekauft habe. Und ich wusste, okay, ehe ich eine Serie gucke, muss ich erst das Buch lesen. Andersrum geht's nicht. Also wenn's einen Film oder eine Serie nach einem Buch gibt und mich interessiert das, dann muss auf jeden Fall entweder erst mal das Buch her. Es sei denn, ich habe vorher kein Interesse, das zu lesen. Das gibt's auch. Dann gucke ich mir auch den Film und die Serie an, wenn ich weiß, okay, also das Buch will ich sowieso nicht lesen. Aber hier wusste ich, das Buch und die Bücher will ich lesen. Und deshalb musste ich das Buch, zumindest Band 1, was ja jetzt in der Serie verfilmt wurde, zumindest Band 1 muss ich auf jeden Fall sofort lesen. Und das habe ich auch getan. Und dann habe ich Save Me gelesen von Mona Kasten und dahinterher dann gleich Save You, Band 2. Wie gesagt, Band 3, Save Us fehlt noch. Ja, und ich muss sagen, im Speziellen, ich rede jetzt hauptsächlich mal über Band 1, weil Band 2 ist eine Fortsetzung, da kann ich inhaltlich sowieso nichts sagen. Deshalb bleibt es jetzt mal dabei, dass ich hier Band 1 in die Luft halte. Was soll ich sagen? Es ist ein absolutes Highlight für mich gewesen in diesem Monat. Ich fand dieses Buch richtig toll. Und das, obwohl es hier ja um sehr junge Menschen geht. Es geht ja um Ruby, die im letzten Jahr ihrer Schulzeit ist, auf einer englischen Elite-Schule. Und ihr Traum ist es, danach in Oxford zu studieren. Und darauf arbeitet sie hin mit allem, was sie hat.
Sie stammt aus einer normal bürgerlichen Familie, die nicht besonders viel Geld hat und genau hat ein Stipendium erhalten für diese Schule, auf der ja die Kinder der Reichen und Schönen gehen. Und sie versucht da so wenig wie möglich aufzufallen und unter dem Radar zu fliegen und störungsfrei diese Schulzeit zu durchlaufen, um dann ihre Bewerbung in Oxford durchzustehen und in Oxford genommen zu werden. Ein Studium dort, das erträumt sie sich schon seit Kindheitstagen. Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass mir das so gefällt, weil das eben so junge Charaktere sind und ich ja schon nicht mehr ganz so jung bin. Aber ich habe mich da richtig reingefühlt. Genau, und ihr passiert dort ein Missgeschick, würde ich mal sagen. Sie sieht dort etwas, was sie nicht hätte sehen dürfen und ist jetzt Geheimnisträgerin weiß ein Geheimnis über eine andere Schülerin. Und diese Schülerin hat einen Bruder, der nun von seiner Schwester losgeschickt wird, um Ruby zum Schweigen zu bringen, sozusagen. Also jetzt nicht im Sinne, sondern ne, er soll irgendwie dafür sorgen, dass sie das Geheimnis, was sie erfahren hat, nicht verrät. Ja, und dann treffen diese beiden, James heißt er, James Beaufort, James und Ruby treffen dann aufeinander. Und das ist erstmal gar nicht nett. die können sich erstmal so überhaupt nicht leiden. Sie will ihm aus dem Weg gehen und er hängt aber immer wieder an ihr dran. Aus eben diesen Gründen, um zu verhindern, dass sie spricht. Ja, und wie es denn so ist, kommen sie sich dann zwangsweise irgendwie näher. Und James ist genau der Erbe einer großen Modehausfamilie und schwer reich und aus reichem Elternhaus. Aber wir lernen bald, nicht mit einer so glücklichen Jugend und Kindheit gesegnet, wie Ruby es trotz aller Dramatiken in ihrem Leben ist. So viel dazu. Genau. Also ich habe schon gesagt, das Buch hat mir unheimlich gut gefallen. Ich fand die Schilderung der Emotionen absolut für mich persönlich, also ich kann ja immer nur für mich sprechen, ich fand das alles total nachvollziehbar. Ich fand das durchaus vorstellbar und realistisch geschildert. Ich fand es nicht drüber. Das ist ja manchmal auch so bei so jungen Charakteren. Also ich fand es absolut glaubwürdig, die Gedanken und Gefühle, die die beiden da haben. Auch sehr, sehr emotional. Es ist aus beider Sichten geschrieben, der erste Band. Also sowohl Ruby als auch, ich muss niesen, aus Rubys Sicht als auch aus James' Sicht. Und ich konnte beide Gefühle und Gedankengänge nachvollziehen. Ich fand sie beide sympathisch auf ihre Art irgendwie, obwohl sie sich ja beide gegenseitig erstmal nicht sympathisch waren. Und ich bin da durchgeflogen durch dieses Buch, hatte da Gefühlsanwandlungen. Ich war begeistert. Der zweite Band, da geht die Geschichte dann weiter. Das wird dann etwas komplexer. Hier kommen auch noch andere Sichten hinzu. Muss ich sagen, ist das Einzige, was mich gestört hat ein bisschen. Ich hätte mir gewünscht, dass es weiter bei Ruby und James bleibt. Aber hier kommen jetzt noch andere Charaktere und deren Sichten dazu und mehrere Perspektiven. Das macht das Ganze dann etwas komplexer und etwas anspruchsvoller irgendwie zu folgen. An sich, wie die Geschichte weitergeht, gefällt mir schon auch. Aber wenn ich jetzt vergleichen muss, muss ich sagen, dass mich Band 2 nicht mehr so vom Stuhl gerissen hat oder nicht mehr so überrascht hat, wie Band 1 es getan hat. Und weil ich das Buch gelesen habe, habe ich dann danach ja auch die Serie geguckt. Die habe ich auch in einem Tag durchgeschaut. Das waren ja auch 8 Folgen, glaube ich. Oder 7, weiß ich nicht. Also jetzt nicht allzu viele. Und ich muss sagen, dass mir auch die Serie sehr, sehr gut gefallen hat. Mit deutschen Serien tue ich mich, also deutschen Produktionen tue ich mich eigentlich etwas schwer sonst. Aber das hat mir wirklich gut gefallen. Die beiden Hauptcharaktere fand ich sehr, sehr gut ausgewählt, obwohl ich mir Ruby anders vorgestellt hatte, rein optisch gesehen.
Schon allein die Augenfarbe stimmt nicht mit der im Buch überein. Aber ich fand die Schauspielerin eigentlich nachher, als ich mich dran gewöhnt habe, trotzdem gut ausgewählt. Ihn fand ich mega passend. Also ihn hätte ich mir auch genauso vorgestellt, wie er in der Serie da auftaucht. Fand ich richtig, richtig cool. Einige Nebendarsteller fand ich etwas verwirrend. Es war ja eine Produktion, ich glaube, ich keine rein deutsche. Ich weiß nicht, ob es eine englisch-deutsche Koproduktion ist oder so. Jedenfalls waren auch zwei Schauspieler dabei, die mit starkem Akzent gesprochen haben, mit starkem deutschen Akzent. Der Vater von James zum Beispiel und irgendeiner noch. Ich weiß gar nicht, wer da noch so einen Akzent hatte. Das war jedenfalls etwas irritierend, weil man so gedacht hat, also das, ja, das hat mich irritiert, dass jetzt der Vater da so einen starken Akzent hatte. Aber geschenkt, es war eine Nebenfigur, kam jetzt nicht so oft vor, war okay. ja, jedenfalls, ich war ebenfalls begeistert von der Serie und freue mich schon. Ich habe ja auch schon gelesen, dass auch die zweite Staffel produziert werden wird und freue mich auf die Fortsetzung auch sehr doll. Genau, also es ist ja mal selten, dass man mal beides gut findet, Buch und Verfilmung. Ich muss dazu auch sagen, dass die Serie auch wirklich sehr, sehr nah an der Vorlage geblieben ist. Bis hin zu einzelnen Dialogen, die eins zu eins gefühlt übernommen wurden und einzelne Szenen gab es wirklich wenig, wenig Abweichung. Und da ich das wirklich kurz vorher gelesen habe, glaube ich, das ganz gut beurteilen zu können. Ja, so viel dazu. Als nächstes habe ich dann wieder ein Buch von meiner Bukopoli-Liste gelesen, und zwar den Thriller, den ich mir ausgesucht habe, Das Gotteshaus von C.J. Tudor. Hier geht es um die Pfarrerin Jack. Ja, Jack ist hier ein Spitzname. Ich glaube, Jacqueline oder so heißt sie. Weiß ich gar nicht. Jedenfalls, es ist eine Sie. Am Anfang ist es etwas verwirrend, weil man erstmal denkt, dass hier hinten wäre ein Druckfehler gewesen. Aber es kommt tatsächlich so. Die Pfarrerin, genau, sie ist Pfarrerin, alleinerziehende Mutter einer Teenager-Tochter und sie wird zwangsversetzt aus ihrer Gemeinde, wo sie vorher gearbeitet zwangsversetzt ist auch falsch. Also sie wird versetzt in ein kleines Dorf, das mittlerweile ohne Pfarrer ist, weil der vorherige Pfarrer hat sich vor kurzem in der Kirche erhängt. Genau, und sie muss da jetzt hinziehen, zieht da in so ein kleines Cottage, was ja auch mehr eine Bruchbude ist. Ihre Tochter ist auch so semi-begeistert. Die beiden kommen aus, ja, ich weiß, aus Nottingham oder wo sie vorher gewohnt haben, also kommen aus einem Problembezirk eigentlich und kommen jetzt in dieses kleine Dorf, was sehr verschwiegen ist, wo es gleich am ersten Tag trifft sie schon auf sehr verschrobene Dorfbewohner und sie wird auch begrüßt von, ja, unheimlichen Ereignissen und unheimlichen Sitten, so zum Beispiel die Sitte dass die Dorfbewohner dort kleine Reisigpüppchen verbrennen, um die Märtyrergeschichte des Ortes ja, in Erinnerung zu behalten. Dort wurden nämlich vor 500 Jahren in der Zeit von Bloody Mary, also ja, der Vorgängerin von Elisabeth I. auf dem englischen Thron, die Protestanten hat verfolgen und verbrennen lassen. Genau, Mary die Katholische wird sie auch genannt. Genau, in dieser Zeit, vor 500 Jahren, wurden eben in diesem Ort mehrere Bürger als Märtyrer verbrannt. Bürger, deren Nachfahren dort immer noch in diesem Ort leben. Außerdem geht es noch um eine Geschichte, die 30 Jahre in der Vergangenheit spielte, wo nämlich zwei Teenager-Mädchen verschwanden. Genau, und sie trifft eben auf eine verschwiegene Dorfgemeinschaft, auf unheimliche Leute, auf ja unheimliche Begebenheiten und ja, muss da jetzt ein bisschen anfangen, dass dieses ganze Gewirr und auch den Tod ihres Vorgängers irgendwie einzuordnen und stößt dort auf Geheimnisse. Ja, und so entwickelt sich halt ein Thriller. Genau, außerdem lernt ihre Tochter auch noch einen jungen
einen Jungen kennen, der erste sozusagen, den die Tochter da kennenlernt und anschleppt, das sorgt auch noch für Schwierigkeiten. Ja, ich fand dieses Buch super spannend. Ich habe das wirklich super gern gelesen. Fand die Ideen und die Handlung fand ich auch total gut. Ich fand auch die Auflösung am Ende grundsätzlich gut. Ich hatte aber ein Problem dann am Ende im Rückblick mit dem ganzen Buch, weil ich finde, dass die Autorin hier ein Mittel, dass die Autorin hier ein für meiner Meinung nach schriftstellerischen Fehler begangen hat, so muss ich sagen. Es ist total schwer, darüber zu sprechen, ohne zu spoilern. Ich würde aber gerne darüber sprechen. Deshalb sage ich jetzt mal, wenn du dieses Buch lesen möchtest, unvoreingenommen, nicht von mir gespoilert werden möchtest, was durchaus passieren könnte in meinen folgenden Talk, dann überspringe jetzt dieses Kapitel bis zum nächsten Buch. Ich gebe dir die Chance. Ansonsten könnte es sein, dass ich hier Andeutungen mache, die was über das Ende verraten könnten. Ich versuche es zwar nicht, aber es könnte passieren. Also wenn du es noch lesen möchtest, unvoreingenommen, dann jetzt skippen. 3, 2, 1, los. Du bist noch da? Dann willst du wissen, was ich dazu zu sagen habe. Genau. Am Ende stellt sich nämlich heraus, also kommt unter anderem unter vielen Möglichkeiten heraus, dass die Pfarrerin, die Protagonistin, ja eine Vergangenheit in diesem Dorf hat und dass sie eben nicht ganz so fremd und ganz so unwissend in dieses Dorf gekommen ist, als man das hätte geglaubt. über das restliche Buch hinweg. Und das habe ich insofern dann am Ende unglaubwürdig gefunden. Und das hat mir das ganze Buch so ein bisschen verdorben, weil nämlich das ganze Buch über wird aus mehreren Perspektiven berichtet. Zum Beispiel, wenn es um die Tochter geht, dann ist es so ein draufschauender Erzähler. Und wenn es aber um die Perspektive der Protagonistin, der Pfarrerin geht, dann wird das Buch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Das heißt also, wir erfahren aus der Ich-Perspektive von der Pfarrerin, oh, dann kam ich jetzt hier in diesen Ort und das ist ja alles, dann kommt jetzt hier einer, wer ist das denn? Seine Familie wohnt hier schon seit Jahrzehnten und so weiter und so fort. Man erlebt also die Gedanken und Gefühle der Protagonistin hautnah mit. Und ja, und man hat zu keinem Zeitpunkt hat man einen Anhaltspunkt in der Gedankenwelt der Protagonistin, dass sie diesen Ort kennt oder mit diesem Ort ja eine Vergangenheit hat, die nicht unbedeutend ist und vor allem auch eine Vergangenheit hat, die man nicht vergessen kann. Selbst wenn es 50 Jahre oder 60 Jahre her wäre, würde man sich daran erinnern. Und das ist quasi eigentlich unmöglich, irgendwelche Hinweise oder Gedanken eigentlich aus der Gedankenwelt der Protagonistin auszuschließen. Außer natürlich, man ist die Autorin, die aus der Ich-Perspektive schreibt und möchte, dass der Leser auf keinen Fall einen Hinweis bekommt, dass da was sein könnte und lässt es bewusst aus. Und das fand ich im Nachhinein irgendwie so unglaubwürdig. Also die Protagonistin denkt und handelt in dieser ganzen Geschichte so, als wenn sie völlig fremd dort wäre, als wenn sie die Leute alle, als wenn sie nichts über die Geschichte des Ortes wüsste. Und natürlich gibt es Sachen, die sie auch nicht wissen kann, weil sie lange weg war. Aber in vielen Dingen würde man ja Parallelen ziehen und würde sich ja nicht fragen, was ist denn das für eine Kneipe oder aha, okay, die Kirche hat hier eine Krypta oder die hat hier dies oder hat hier das. Ach, guck mal, also das sind ja, das würde ja unweigerlich kommen, es sei denn eben, die Autorin lässt es so bewusst weg und das hat mich gestört, mich hat dann die Perspektive gestört. Hätte die Autorin nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben, sondern wie auch bei der Tochter eben aus der dritten Person heraus, dann hätte man eben diese Gedanken und Gefühle und dieses Wissen auch gut verschleiern können. Oder sagen wir mal so, man hätte es besser verschleiern können, ohne dass es konstruiert wirkt.
So dass ich im Nachhinein, obwohl ich die ganze Zeit Spaß beim Lesen hatte, wirklich am Ende so zurückgeblickt habe und habe gedacht, ha, also das irgendwie weiß ich nicht. Also da hat uns jetzt die Protagonistin, wie ja, die ja zudem auch noch, genau, die Geschichte ist auch noch im Präsens geschrieben, also nicht mal in der Vergangenheitsform. Also ich kann nicht mal behaupten, dass die Protagonistin jetzt rückblickend uns die Geschichte erzählt aus ihrer Sicht und bewusst Sachen auslässt. Also wir erleben die Geschichte mit ihr zusammen und dann finde ich es einfach unrealistisch, dass da zu keinem Zeitpunkt durchscheint, dass sie vielleicht mehr über diesen Ort weiß, als wir zu wissen glauben. Das fand ich dann einfach, ja, das fand ich schriftstellerisch nicht gut gelöst, muss ich sagen. Da war ich am Ende, das hat mir das Buch am Ende so richtig vermiest. Und deshalb muss ich sagen, weiß ich auch nicht, ob ich noch mal ein Buch der Autorin lesen würde, weil ich, wie gesagt, also thematisch fand ich es wirklich gut und auch die Entwicklung und auch die Auflösung am Ende fand ich auch spannend. Wäre ich auch nie drauf gekommen, aber wie natürlich auch, ne? Wenn ich so empfunden habe, kann ich natürlich dann auch nicht drauf gekommen sein. Aber ich fand es ja, ich finde, dass hier irgendwie einen handwerklichen Schnitzer irgendwie, der mir nicht gefallen hat. Und deshalb glaube ich, werde ich erstmal die Finger von Büchern der Autorin lassen. Ja, weil ich Angst habe, dass mir das dann wieder passieren könnte. Ich habe auch schon mit einer Bookie-Bekannten darüber gesprochen, die das Buch auch gelesen hat, die das überhaupt nicht so wahrgenommen hat, die das überhaupt nicht gestört hat. Die hat zwar meine Argumentation, konnte sie zwar an Teilen folgen, aber ja, sie fand das jetzt nicht so schwerwiegend und hat das nicht gestört und hat auch Erklärung gefunden für sich, warum das nicht schlimm ist, aber ja, ich konnte da nicht so mitgehen. Falls du das Buch gelesen hast, würde mich sehr interessieren, wie es dir dort ergangen ist, ob du das auch nicht empfunden hast oder empfunden hast. Das würde mich brennend interessieren, falls du zufällig dieses Buch kennst und mir jetzt hier noch zugehört hast. Aber solltest du ja, wenn du das Buch kennst, weil spoilern konnte ich dich ja da eigentlich nicht. So, das nächste Buch, das ich gelesen habe, oh Gott, war ein kleines E-Book. Ein spicyes E-Book habe ich mir ausgesucht. Das habe ich auch gesehen bei einer Bookstagrammerin, der ich folge und deren Lesegeschmack sich oft mit meinem überschneidet. Und ich habe gedacht, wenn sie das Buch gelesen hat und eigentlich als ganz okay empfunden hat, und thematisch war das ja was für mich, weil ich jetzt Lust hatte auf was richtig Spicyes, dann kann das ja nicht schlecht sein. Ich lese das mal. Und zwar habe ich gelesen von June Porter, Deep in the Forest. Du gehörst ihnen für immer. Ja, und was soll ich sagen? Erstmal zur Handlung. Die Handlung ist nicht viel. Also es geht um eine junge Frau, die von ihrem Onkel, der als Einsiedler in einem Nationalpark gelebt hat, in einer Berghütte, in einer Waldhütte, der verstirbt und sie erbt dieses Grundstück dort im Wald. Ja, sie will es eigentlich nicht haben, aber sie fährt trotzdem mal hin, um mal zu gucken, ob es da noch irgendwas gibt, ob sie dann irgendwie, weiß ich nicht, Fotos machen kann, um das dann zu verkaufen oder so. Ja, und dann ist sie da in diesem verwunschenen Wald und dann gerät sie etwas auf Abwege von der Hütte entfernt. Ja, und dann nichtsdestotrotz wird sie aufgegriffen von drei fantastischen Wesen mit Hörnern. Und ja, so Waldkreaturen, die Wächter des Waldes sozusagen, drei Stück, die sie in ihr Tal entführen und sie dann ja für diverse Dinge benutzen. Ach, jetzt meine Nachbarin schreit nach ihren Hunden und das in so einer aufgeheizten Stimmung hier, wo ich gerade über so ein Buch rede. Ja. Genau, die sie dann da in ihr Tal entführen und genau, für diverse Dinge benutzen. Ja, sie findet es erst nicht so toll und dann irgendwie doch, naja, fragwürdig auf jeden Fall. Gut.
Da sind wir, haben wir auch eigentlich schon alles abgefrühstückt, worum es da geht. Nachher kommt auch noch ein Vierter dazu. Sei es drum. Ja, also ich sag mal so, das Buch hat etwas über 200 Seiten. Und ich sag mal so, die Seitenanzahl, auf denen die Protagonistin nicht von irgendwem oder irgendwas penetriert wird, ist relativ gering. Vielleicht ein Fünftel der Seiten. Ich habe mir zwar was Beißiges gewünscht gehabt, aber ich hätte dann doch um noch gerne ein bisschen mehr Handlung gehabt, tatsächlich. Also es war wirklich, ich habe aber auch ein bisschen, ich habe aber auch gemerkt, dass mir, glaube ich, diese übernatürlichen Spicy Romances nicht so zusagen. Also das war schon alles ein bisschen abgefreakt und ja, mir einfach ein bisschen zu inhaltslos und ein bisschen zu sinnloses Gevögel in dieser Geschichte, als dass da jetzt irgendwas hängen geblieben wäre. Ich war ein bisschen überrascht tatsächlich, weil ich so schlimm das nicht erwartet habe. Die Bookstagrammerin hatte zwar auch geschrieben, dass es da viel zur Sache geht, aber dass es ja so wenig Handlung hat und dann tatsächlich so viel zur Sache geht, vor allem auch die Art und Weise. Und wie gesagt, am Anfang, die Protagonistin wollte das auch nicht so wirklich. Ja, wie es dann immer so hingedreht wird, dass sie das am Ende dann doch ganz toll findet. Naja, dann, naja gut, das sind jetzt auch übersinnliche Kreaturen. Sei es drum, bla bla bla, kurze Rede, langer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, ja, das ja, das war nicht so der Hit, muss ich sagen. Aber vielleicht liegt auch an dem Genre, dass das auch einfach nicht, obwohl das glaube ich nicht. Ich habe auch schon anderes gelesen, was ich dann besser fand, aber hier war einfach ja zu viel körperliche Betätigung und zu wenig Handlung. Ja, so viel mal dazu. Als nächstes wieder ein Buch von meinem Bukopoli-Spiel. Da bin ich auf das Feld gekommen, Urban Fantasy. Und da habe ich mir ausgesucht den zweiten Band einer Dilogie, die ich beenden wollte, nämlich Wir sind die Ewigkeit von Kira Licht. Der erste Band heißt Ich bin dein Schicksal. Genau, das schließt quasi, dieser Band hier schließt jetzt quasi die Dilogie ab, die ich somit beendet habe. Yay! In der Geschichte geht es um Erin, die eine besondere Gabe hat. Sie kann nämlich Noctua sehen. Noctua, das sind Wesen aus einer Paralleldimension der Erde, die auf die Welt kommen und sich von der Angst der Menschen ernähren. Das machen sie aber unsichtbar. Also die Menschen wissen nichts von diesen Noctua und können sie nicht sehen, eben außer eben Erin, die diese Gabe besitzt. Und sie hat schon seit Kindheit an, hat sie Freunde unter den Noctua, ja, drei so kleine Gestalten, die quasi so wie ihre Haustiere bei ihr auch leben. Und dann eben Cal, der ein Alpha ist, ein höherer Noctua. Cal heißt der Cal? Ja, genau. Und der ja ihr Kindheitsfreund schon war und in den sie sich schon zart verliebt hatte, bis er dann plötzlich eines Tages weg war. Ja, und in der Gesch die Geschichte beginnt, als er plötzlich wieder auftaucht. Und mit seinem Auftauchen passieren plötzlich seltsame Dinge mit den Noctua auf der Erde, die Erin jetzt mit ihm zusammen, notgedrungen, beginnt zu untersuchen. Außerdem versucht Erin auch, ihre eigene Herkunft und ihre eigene Vergangenheit ja, zu ergründen, denn ihre Eltern sind tragisch ums Leben gekommen, und hinter diesem Unglück scheint mehr zu stecken, als sie bisher angenommen hat. So viel mal zu dem Thema, das hier in dieser Geschichte fortgesetzt wurde. Der erste Band hat mir auch überraschend mega gut gefallen. Ich fand vor allem die Welt, diese Dimension der Noctua, in die sie immer wieder reist, auch schon im ersten Band, die fand ich unheimlich fantasievoll geschildert und unheimlich kreativ und spannend. Das ging auch hier so weiter. Also vom Worldbuilding her hat mir das unheimlich gut gefallen. Und auch von der Spannung im ersten Band fand ich super. Die Spannung war hier auch noch gegeben. Ich hatte in meinem letzten Video gesagt, dass ich bei den Büchern von Kira Licht und vor allem bei den Dilogien oder Trilogien mehrmals schon so ein bisschen enttäuscht wurde von den Enden und von den Fortsetzungsbänden, dass das dann super mega gut losging, mich am Ende aber nicht vollends überzeugen konnte. Das muss ich sagen, das war auch hier auch wieder ein bisschen so.
Obwohl nicht ganz so schlimm wie bei anderen Geschichten. Also mich hat das am Ende doch einigermaßen befriedigt, muss ich sagen. Aber auch nicht vom Stuhl gerissen, leider. Hinzu kam hier in diesem Band, und da hat man ein bisschen gemerkt, welches Publikum diese Geschichte eigentlich geschrieben ist, nämlich für eher junge Leserinnen, würde ich mal sagen. Da gab es hier so ein bisschen so ein, ja, Love Triangle ist zu viel gesagt. Nein, war es nicht. Aber es gab so ein bisschen so Kinderkram im Sinne von, naja, er hat mir jetzt wehgetan, deshalb mache ich ihn jetzt eifersüchtig mit einem anderen. Also das ist so, ja, da sage ich jetzt als Erwachsene, das ist so Kinderkram irgendwie. In der Geschichte, das passte für mich irgendwie hier nicht rein, weil hier geht es immerhin um die Rettung der Welt und jetzt hier noch so ein Kinderkram zu machen, er war böse auf mich, deshalb tue ich jetzt so, als wenn ich mit dem anderen knutschen würde und dann wird er schon eifersüchtig. Ja, das hätte ich nicht gebraucht tatsächlich, das fand ich ein bisschen albern. Aber sei es drum, hatte ein bisschen Befürchtung, wie gesagt, weil ich schon Erfahrungen gemacht habe mit den Büchern der Autorin, mit den Fortsetzungen zumindest. Das war hier nicht ganz so schlimm, das war schon ganz okay. Aber trotzdem hat mir Band 1 besser gefallen als jetzt hier der Abschluss der Dilogie. So, dann komme ich zum zweiten Highlight meines Monats und das war auch ein Buch, was ich für Bukopoli gelesen habe. Das hatte ich mir gezogen unter dem Feld deutsche Autorin, deutscher Autor. Da hatte ich mir ausgesucht von Dörte Hansen zur See. Und, oh mein Gott, ich habe noch nie ein Buch von Dörte Hansen gelesen, aber ich werde auf jeden Fall die anderen Bücher jetzt auch demnächst hoffentlich lesen, weil, oh mein Gott, der Schreibstil, der war ja sowas von toll. Ich war spektakulär begeistert von diesem Stil dieses Buches. Die Geschichte hat mir auch gut gefallen, aber ja, es ist vor allem dieser Schreibstil. Es geht hier um die Familie Sander. Heißen die Sander? Genau. Familie Sander auf einer Nordseeinsel, die schon seit vielen Generationen auf dieser Nordseeinsel leben. Es gibt die Mutter und drei Kinder. Der erste Sohn hat ein Alkoholproblem, hat seinen Job verloren als Kapitän, arbeitet zu Beginn der Geschichte als ja irgendwie auf der Fähre, arbeitet irgendwie auf der Fähre, um die Touristen überzusetzen, ist so das Touristenklischee eines Nordseeseebären und kommt vor allem bei Frauen gut an. Dann gibt es noch die Tochter der Familie, die Eske, die ja ihr Leben lang schon mit dieser Insel verwachsen ist, aber trotzdem immer ein bisschen rebellisch war, voll tätowiert ist und in einem Altenpflegeheim arbeitet auf der Insel und dort ja die Geschichten der Alten von der Insel sehr, sehr gut kennt und sie tut sich sehr, sehr schwer mit dem Tourismus auf der Insel und dass die Insel eben mehr und mehr zu einem ja Touristenort wird. Und dann gibt es noch den jüngsten Sohn, der mit Seefahrt gar nichts zu tun hat, der immer so ein, ja, ein Künstlerkind ist quasi und immer ein besonderes Kind war und der jetzt als Erwachsener aus Treibgut Kunst herstellt und ja, barfuß am Strand herumläuft und so in seiner eigenen Welt lebt. Und neben der Familie Sander geht es auch noch um den Ortspfarrer dieser Gemeinde auf der Insel, der mit seinem Job und seinem Familienleben struggelt. Das Buch ist ganz besonders, man kann es kaum beschreiben. Es ist ganz besonders geschrieben. Es ist keine erzählende Handlung, dass man jetzt sagt, und dann ging Eske dahin, und dann sagte sie, hey, wie geht's Ihnen denn? Und so weiter und so fort. Direkte Rede, glaube ich, gibt es in diesem Buch so gut wie gar nicht, im Sinne von, wie geht's Ihnen denn? Ja, gut. Und dann sagte sie dies und dann sagte sie das. Es ist ja, es ist so, als wenn, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist irgendwie ganz besonders.
Es werden die Gedanken und Gefühle der Protagonisten werden so von innen heraus geschildert in ganz, ganz tollen Worten. Es sind super tiefe Gedanken, die hier ausgedrückt werden. Also der Stil, den fand ich ja ganz besonders. Und überhaupt das Thema um diese Insel, wie das so entstanden ist, diese Seefahrer-Vergangenheit der Menschen, wo früher die Frauen zu Hause warteten auf die Männer, die zum Walfang ins Nordmeer gefahren sind, in der Hoffnung, dass sie wiederkommen. Und nun gibt es eben kaum noch Einheimische auf der Insel, die wirklich dieses Leben noch kennen von damals. Ne? Viele Sommerhausbesitzer, die nur an bestimmten Tagen da ihre Häuser bewohnen, oder eben diese Tagestouristen, die Kutscher da mit Viehackern über die Insel ziehen, die Fischer, die von der Fischerei nicht mehr leben können und jetzt Touristen durch die Küsten schippern. So dieser ganze Wandel dieses Insellebens wird hier so beschrieben aus diesen verschiedenen Perspektiven. Das Ende hat mich total überrascht und sehr zerstört zurückgelassen, muss ich sagen. Grundsätzlich war die ganze Grundstimmung des Buches schon eher bedrückend. Also kein fröhliches Buch, aber wirklich sehr bewegend und eindringlich. Und das Ende, ja, das hat mich dann tatsächlich sehr, sehr mitgenommen. Aber es ist ein wirklich tolles Buch. Ich fand es grandios von der ersten Seite an. Dieser Schreibstil, toll. Ich hoffe, dass die anderen beiden Bücher, Fast zur Mittagsstunde und Altes Land, glaube ich, heißen die. Mittagsstunde und Altes Land. Die werde ich auf jeden Fall auch noch lesen. Ich hoffe, dass die vom Stil her auch so geschrieben sind wie dieses Buch. Wenn ja, dann bin ich ganz optimistisch, dass die mir wahrscheinlich auch super gut gefallen werden. Ganz toll. So, am 29. Mai erschien dann ein Buch von einer meiner Lieblingsautorinnen, Ella Gold. Die hat den vierten Band ihrer Frauenarzt-Baby-Reihe veröffentlicht. Das Buch heißt Wenn aus Hoffnung Liebe wächst. Und das habe ich mir am 29. dann als E-Book gekauft und auch am 29. innerhalb von einem Nachmittag. Also ich glaube, ich habe so um 15.30 Uhr oder so angefangen zu lesen und war dann so nachts um kurz vor 12 war ich fertig mit 400 Seiten. Das ging in einem Wisch durch. Dazu muss ich aber sagen, dass der Schreibstil der Autorin das wirklich auch einfach macht, da so durchzurauschen durch die Geschichte. Und ja, das war wieder wunderschön. Es geht hier um vor allem, weil auch Protagonisten aus vorherigen Bänden der Reihe vorkommen. Also wenn dich das interessieren sollte, dann würde ich auf jeden Fall raten, die Reihe von Anfang an zu lesen, weil eben Protagonisten wieder auftauchen. Zumindest sollte man den vorherigen Band gelesen haben, weil vor allem die Protagonisten tauchen hier wieder auf. Es geht um Sophia. Sophia erfährt von dem tragischen Tod ihrer Schwester, die bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Und wie durch ein Wunder hat das neugeborene Baby den Unfall überlebt. Sophia wird jetzt der Vormund dieses Babys, das einzige, was von ihrer Schwester noch geblieben ist. Und das Besondere ist nun, nur sie weiß, wer der leibliche Vater des Kindes ist. Nämlich ein ehemaliger Bekannter der beiden Schwestern, den sie noch aus Kindertagen kennt und der mittlerweile Chefarzt ist in einem Krankenhaus. Und sie hat aber Angst, jetzt ihm das Kind zu zeigen oder ihm zu sagen, dass er der Vater ist, weil sie Angst hat, dann das Kind zu verlieren und dass er ihr das Kind wegnehmen wird. Sie hat zwar nur gute Erinnerungen an ihn, aber da er ja aus einer Familie stammt, wo die Eltern nicht besonders cool sind, hat sie Angst, dass er vielleicht mittlerweile so geworden ist wie sein Vater. Wie gesagt, sie kannte ihn nur, als sie selber noch ein Kind war. Also ich finde, 8 oder 9. Er ist schon deutlich älter als sie, deutlich älter.
Ja, und sie fürchtet sich davor, hat aber trotzdem ein schlechtes Gewissen und es treibt sie nun in seine Nähe. Und sie versucht nun erstmal ihn kennenzulernen, indem sie einen Job als Haushälterin bei ihm annimmt. Ja, und sie muss jetzt feststellen, dass er leider, je mehr sie ihn kennenlernt, dass er leider kein Arschloch ist wie sein Vater, sondern ein ganz, ganz toller Typ. Und das bringt sie natürlich immer mehr in Gewissensbisse, weil es ihr immer schwieriger fällt, das Geheimnis seiner Vaterschaft für sich zu behalten. Wie die Vorgängerbände gab es hier auf jeden Fall wieder sehr viel Herzschmerz, sehr viel Kitsch, sehr viel Liebe und Romantik und sehr viel Baby-Stuff. Ich bin immer wieder überrascht, wie ich, die mit Babys nichts am Hut hat, auf solche Babygeschichten reagiere. Ich hätte, also bis vor 2 Jahren oder so, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach nee, geh mir weg damit, mit Babys habe ich nichts am Hut, das will ich nicht lesen. Aber ich kann mich da so richtig reinverlassen. Ich krieg fast Muttergefühle, wenn ich das lese. Nur kurz und nur beim Lesen. Und danach ist es auch schnell wieder vorbei. Aber beim Lesen denke ich, ach ja, Kinder sind schon was Schönes. Aber wie gesagt, nur kurz beim Lesen. Danach denke ich, Gott sei Dank hast du keine Kinder. Aber beim Lesen, ach ja, wunderbar. Gerade diese Geschichte mit diesem Säugling jetzt, und die Probleme, die sie jetzt hatten mit dem Kind, weil sie es nämlich in einer Phase, der Geschichte als ihr Kind ausgibt gegenüber dem leiblichen Vater. Und das ist gar nicht so einfach, das einem Mann vorzuspielen, dass sie gerade ein Kind gekriegt hat, einem Mann, der ja, als Frauenarzt und Geburtshelfer sich bestens auskennt mit Frauen, die Kinder kriegen. Von daher führt das schon zu interessanten, ja, Ungereimtheiten in der Geschichte, die sie da vor Hindernisse stellt. Ja, ich habe es geliebt. Gleichsam gibt es wieder in der Geschichte einen Mann, der, weiß ich nicht, wieder in einer Wunschwerkstatt von mir entstanden sein könnte. Kategorie Traummann sozusagen. Obwohl mir der andere, der Bruder von ihm, der auch wieder in der Geschichte vorkommt, um den ging es in dem Vorgängerband, der kommt aber in diesem Band auch wieder vor. Der gefällt mir eigentlich noch besser. Nichtsdestotrotz fand ich den hier, Simon heißt der in der Geschichte, den fand ich auch schon ziemlich stark, muss ich dazu sagen. Ja, am Anfang, ich war ein bisschen überrascht am Anfang von der Geschichte, da gibt es ja tatsächlich sehr viel Dramatik. Ich hätte nicht gedacht, ich kannte ja die Prämisse, dass die Schwester stirbt bei einem Unfall und das Kind zurücklässt. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich die Schwester am Anfang noch kennenlernen muss. Das hat schon am Anfang eine gewisse Tragik und Tragödie und ja, ist eine wirkliche Tragödie. Aber ich bin glücklicherweise schnell drüber hinweggekommen. Also man kommt schnell über dieses Drama hinweg tatsächlich. Ja, und dann gab es wieder Stellen. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe da gesessen und habe gesagt, oh. Ja, am Ende gab es so ein, zwei Punkte, über die ich gerne mehr noch gewusst hätte. Am Ende wurden mir so zwei, drei Punkte ein bisschen zu schnell abgefrühstückt, aber geschenkt. Es war dann auch schon kurz vor 0 Uhr und ich wusste, ich beende das Buch noch an dem Tag, an dem ich es angefangen habe. Und dann konnte ich sowieso nicht mehr lesen, weil mir schon die Augen tränten, auch vor Rührung und so weiter. Und vor Müdigkeit vielleicht auch ein bisschen. Von daher geschenkt. Es soll noch eine Fortsetzung geben. Es tauchen auch in diesem Band wieder Personen auf, über die es noch eine Fortsetzung geben soll. Und auch darauf freue ich mich schon wieder äußerst sehr, tatsächlich. Am letzten Tag des Monats habe ich noch ein Buch beendet, auch von meinem Bukopoli-Spiel. Das habe ich unter dem Feld gewürfelt, ein männlicher Autor. Und das Buch habe ich relativ am Anfang des Monats angefangen und ist tatsächlich das, woran ich am längsten gelesen habe in diesem Monat. Das lag aber nicht mal daran, dass es besonders schwer zu lesen war oder dass es langweilig war. Das kann ich auch nicht sagen. Aber wahrscheinlich lag es ein bisschen an der Grundstimmung dieses Buches, die eher düster und deprimierend ist.
was nicht schlecht sein muss und auch nicht schlecht war in diesem Fall, aber was wahrscheinlich dafür gesorgt hat, dass ich ein bisschen mehr Zeit brauchte, um das durchzulesen. Ich rede von Das andere Tal von Scott Alexander Howard. Hier geht es um Odile. Odile lebt in einer kleinen Stadt in einem Tal. Und das Besondere an diesem Tal ist es, dass wenn man das Tal Richtung Osten verlässt, dort ist ein See und dann kommen Berge. Und wenn man die Berge überschritten hat, kommt man in eine Stadt, die genau die gleiche Stadt ist wie Odils Stadt, haargenau dieselbe Stadt, nur 20 Jahre zuvor. Genauso ist es, wenn man nach Westen geht aus diesem Tal. Wenn man dort die Berge überschreitet, kommt man zuerst an einen See und dann an genau dieselbe Stadt, in der Odile auch lebt, nur 20 Jahre in der Zukunft. Und so setzt sich das Ganze fort, die ganze Welt. Man kann in die Vergangenheit gehen sozusagen und man kann in die Zukunft gehen. Immer 20 Jahre Sprünge. Ja, das ist natürlich aber nicht einfach so erlaubt. Das würde ja, da würde ja Chaos ausbrechen. Es gibt eine Behörde, die das reguliert. Es ist nur in Ausnahmefällen gestattet, Besuche in anderen Tälern vorzunehmen nach Genehmigungsverfahren und nur in Begleitung der Gendarmerie. Genau. Und Odile beobachtet nun durch Zufall an einem Schultag einen solchen Besucher, einen solchen Besuchertrupp. Das ist ein Ehepaar, welches sie erkennt, weil es nämlich die Eltern eines Schulfreundes sind. Und als sie diese Eltern sieht, weiß sie, die sind da, um ihren Sohn zu sehen, weil ihr Sohn wahrscheinlich nicht mehr lange leben wird. Das ist ein Wissen, das sie eigentlich nicht haben dürfte. Eigentlich hätte sie sie nicht erkennen dürfen. Die tragen eigentlich auch Masken. Aber dadurch, dass sie sie kennt, es war ein dummer Zufall. Und nun weiß sie eben oder kann sich sicher sein oder ahnt, dass dieser Schulfreund, den sie gerade erst beginnt kennenzulernen und wirklich gut kennenzulernen und den sie ja lernen zu mögen, dass er ja wahrscheinlich nicht mehr lange leben wird. Die Obrigkeit wird darauf aufmerksam, dass sie dieses Wissen hat und versucht nun, sie entsprechend zu beeinflussen. Und sie hadert mit sich, mit ihrem Pflichtbewusstsein, dem, was sie tun sollte, nach dem, was sie gelernt hat und dem, was sie eigentlich tun möchte. Soll sie ihn warnen oder nicht? So nimmt die Geschichte ihren Lauf. Ja, die ganze Stimmung, dadurch, dass man das auch schon weiß durch den Klappentext, ist etwas düster und auch deprimierend. Am Anfang weniger, zwischendurch dann mehr. Es gibt zwei Zeitsprünge, die, finde ich, sehr, sehr geschickt gelöst wurden in diesem Buch. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Grundsätzlich hat mir das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand den Stil erstmal etwas gewöhnungsbedürftig, den Schreibstil. Es gibt hier direkte Reden, allerdings werden die direkten Reden ohne Anführungszeichen geschrieben. Das ist am Anfang immer etwas verwirrend, aber man kommt eigentlich, wenn man weiterliest, kommt man ziemlich schnell rein, weil die Sprache jetzt nicht irgendwie kompliziert ist oder so. Man kann dem schon gut folgen. Ja, und diese ganze Geschichte mit diesen Zeitsprüngen eben um 20 Jahre und auch die Lösung am Ende, also es ist auch, also für mich zumindest war die Geschichte auch nicht so vorhersehbar in den meisten Teilen. Ich habe nicht vorher gewusst, was Odile jetzt als nächstes machen wird. Und auch am Ende hin hat sie dem Leser ihre Gedanken und ihre Handlung nicht erläutert, sondern man musste dann im Nachhinein so, okay, sie hat es gewusst, deshalb hat sie das und das gemacht, weil sie hat es gewusst. Man verknotet sich ein bisschen nachher, wenn die Welten ein bisschen verschwimmen, man verknotet sich ein bisschen das Hirn dabei, aber es ist ja auch das Spannende an so Zeitreisegeschichten. Ich fand es auf jeden Fall klug gelöst und ich konnte es nachvollziehen. Ja, man kann sicherlich irgendeinen Hinkefuß dran finden, wenn man sucht. Bei Zeitreisegeschichten gibt es immer irgendwo was zu meckern. Ich hatte an diesem Buch hier nichts zu meckern. Mir hat das, obwohl ich so lange daran gelesen habe, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde auch auf jeden Fall weiterempfehlen.
Ja, das war mein Lesemonat im Mai. Falls du Gedanken und Gefühle zu einem der Bücher hast, die ich hier vorgestellt habe, schreibe mir gerne in die Kommentare. Falls du ein Buch kennst, schreib mir gerne deine Gedanken dazu, wie sie dir gefallen haben. Und ja, dann verbleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich auch, wenn du im nächsten Video wieder zuschaust, und verabschiede mich und sage bis demnächst. Tschüss.